guck mal, diese Taube hier vorne, der hat voll den kleinen Hals. Der sieht voll cool aus, weil er diesen kleinen Hals hat. Und guckt euch mal diese Augen an, wie der hier rumzwinkert. Der hat einen richtig geilen Hals. Auf jeden Fall, das kann ich nur empfehlen. Das könnt ihr alle mal nachmachen, so einen kleinen Hals zu haben. Und guckt euch mal diese Pfoten hier vorne an, diese Krallen. Genau. Diese Taube hier vorne hat so einen Hals. Aber der hier, der hat auf jeden Fall den vernünftigsten Hals der Welt. Auf jeden Fall, der sieht richtig geil aus. Guck mal, du hast blaue Socken an. Und du hast auch blaue Socken an. Ja, so halbblau. Selbst gestrickt von der Schwiegermutti in Spee. Und ich habe auch hier blaue Socken an. Genau. Wir laufen heute den Blaustrümpflerweg. Das wird auf jeden Fall ganz lustig werden. Mit später grillen und draußen schlafen. Hauptsache, wir schlafen nicht draußen. Wir müssen unbedingt draußen schlafen. Das ist das Wichtigste. Cool. Genau. Und genau, der Bo ist dabei und du bist auch dabei. Ja, ich bin der Conny vom Kanal Conny Goes Wild. Und den Herrn Naturin, den kenne ich sogar noch von 5 gegen Willi. Jawohl. Er ist auch 5 gegen Willi Teilnehmer. 5 gegen Willi kommt Anfang nächsten Jahres. Und genau, er hat auch teilgenommen. Auf jeden Fall, wir werden heute rumlaufen und... ja, ich habe richtig Bock drauf. Vor allem als erstes jetzt die Wanderung. Ja. Hab richtig Bock drauf. Ja, das Dorfkind mal wieder in der Stadt. Ich war jetzt schon überfordert, wo wir hierher gefahren sind. Zum, wie heißt der Platz? Marienplatz. Das ist nur Marienplatz. Marienplatz. Aber ich hab Marienplatz in Stuttgart. Genau, Marienplatz in Stuttgart. Hab Bock auf die Wanderung. Wettertechnisch passt auch. Aber ich freue mich auf die Übernachtung heute am meisten und auf lecker grillen. Ja, genau. Guckt euch mal diese neuen Strümpfe hier vorne an. Die sehen so aus. Das wird auf jeden Fall richtig geil sein, mit diesen Strümpfen hier durchzulaufen. Diesen Blaustrümpflerweg. Genau, das ist mein erstes Mal, dass ich hier in Stuttgart bin. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ich war noch nie in Stuttgart. Und die Taube, der so einen kleinen Hals hat, der war richtig geil gewesen. Diese Taube vorhin war ein richtiger Stuttgarter Maskottchen. Auf jeden Fall. Wusste ich nicht. Der war richtig geil. Das war richtig cool gewesen, den anzuschauen. Und es gibt eine Geschichte zum Blaustrümpflerweg. Einer Sage nach sollen die Hässlacher anno 1519 den vertriebenen württembergischen Herzog Ulrich verraten haben. Nach seiner Rückkehr habe dieser befohlen, alle Häslacher müssten sonntags zur Kirche fortan blaue Socken tragen. Seither haben die Häslacher den Spitznamen Blaustrümpfe. Guckt euch mal das hier an. Hier vorne sind Schuhe, die sind verloren. Das ist voll geil. Richtig, das ist Vorbildfunktion. Wenn da verloren gegangene Schuhe vorhanden sind. Auf dem Weg. Das ist super. Das ist richtig gut. Auf jeden Fall. Hier ist, wie heißt das Ding? Hier ist ganz viel Treppenanstieg nicht, hier. Nicht Freitag, was? Halt, nicht Samstag, sondern heute ist nach Freitag. Das ist so ungewohnt. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Treppenstufen. Von da ganz unten kommen wir. Genau. Guck mal, der Bo. Hier vorne sind noch mehr Treppenstufen. Ja. Das ist richtig gut. Es müssen unbedingt noch viel mehr Treppenstufen gelaufen werden. Unbedingt. Das ist richtig klasse. Es muss unbedingt noch mehr berghoch gelaufen werden. Und zwar so lange bis wir oben angekommen sind ungefähr. Ja. Ja, genau. Deswegen, es muss noch viel mehr berghoch gelaufen werden. Dringend, das ist ganz wichtig. Oben ankommen, also bis das nicht mehr weiter hoch geht, ungefähr. So. Haben wir da ein Gipfelkreuz da oben? Fernsehturm. Genau, guck mal hier, da vorne ist dieser Fernsehturm. Der ist viel höher als wir. Der ist voll fett. Guck mal, wie das hier so rumplätschert. Das plätschert hier rum, das macht diese Geräusche. Das sind richtige Rumplätschergeräusche. Genau. Guckt euch das an. Guck mal, hier vorne ist dieser Wegweiser. Da müssen wir zu falsch laufen. Genau. Guck mal, mein Schuh hat ein Loch. Und wisst ihr, was für ein Move ich mit diesem Loch hier machen kann? Und zwar, indem ich hier, guck mal hier, das hier blau färben kann.
Richtig geil, oder? Dafür ist dieses Loch vorhanden. Genau. Nur deswegen ist dieser Loch entstanden. Nur um das hier euch zu zeigen hier. Voll geil. Das ist richtig geil. Wir laufen jetzt den ganzen Weg wieder runter. Weil wir haben vorhin eben gerade, wir waren ganz oben. So weit, bis es nicht mehr weiter hoch ging. Wir sind jetzt gerade die ganzen Treppen wieder runtergelaufen. Nur damit wir jetzt die Hasenbergsteige. Die Hasenbergsteige wieder hochlaufen dürfen. Das ist sehr gut. Und guck mal hier mit seiner Begleitung. Guckt euch mal diesen Kopf hier vorne an. Der sieht richtig männlich aus und alt und so. Genau, der sieht voll cool aus. Der hat sogar einen Bart und ein Kopf. Mit Kai Uwe. mit diesem zornigen Blick. Guckt euch mal hier diesen Wegweiser an. Genau. Das geht immer weiter hier hoch, die ganze Zeit. Das ist cool. Das heißt, wir waren nicht auf dem Gipfelkreuz, sondern es geht auf jeden Fall noch weiter hoch. Guck mal, hier liegt mein zukünftiger Wagen auf jeden Fall. Das wird richtig geil sein, wenn ich den irgendwann in Benutzung habe. Oder ich glaube nicht, ne? Ich würde ihn benutzen. Kann ich mir bei dir gut vorstellen. Genau. So als Zweitwagen hat ja schon die gute Sackkarre, aber ich finde, man braucht halt immer so ein Backup, immer einen Zweitwagen. Wenn nicht verkehrt, auf jeden Fall. Ja. Bis der irgendwann durchbricht. Der muss unbedingt durchbrechen, wenn ich den irgendwann benutze. Aber bis dahin müssen unbedingt meine Bartfrisur grau sein. Aber sowas von, also richtig weiß, genau. Wie so ein Schneemann oder Weihnachtsmann heißt das, genau. Hier vorne ist Aussicht. Das ist der Aussichts, genau, so ein Aussichtsteil, worauf man draufstehen kann. Und also kein Aussichtsturm, sondern Aussichtsberg. Genau, wir sind oben drauf. Hier vorne, das heißt Stuttgart, genau. Richtig geil, oder? Aussicht, Aussicht. Schwäbische Toskana. Blaustrümpflerweg. Das ist ein richtig blauer Weg hier. Aber so richtig. Ein Weg mit Blau dran. Sogar mit einem blauen Hintergrund. Geil. Wir sind nun auch angekommen. Servus beim Outdoor-Ranzen. Jetzt ist der Flötenmann da. Du kommst mit uns mit. Das wird auf jeden Fall richtig geil sein. Es wird gewandert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mit draußen schlafe, aber wir werden heute einen schönen Tag haben. Ja, mit Grill. Das wird auf jeden Fall richtig lustig sein. Und, aber wir laufen jetzt erstmal diesen Wanderweg hier durch. Mit blauen Socken. Zeig mir deine blauen Socken. Ich muss die angucken. Genau. Genau. Die sehen voll cool aus. Es müssen unbedingt noch mehr diese blauen Socken getragen werden. Also nur für heute. Guck mal hier vorne ist schon wieder diese Aussicht. Bloß hier andere Form. Genau. Das kann ich jetzt mit Flötenmann genießen. Diese Aussicht hier. Guckt euch mal diesen Wegweiser hier vorne an. Der ist voll blau. Das ist ein richtiger Wegweiser. Voll geil. Wegweiser. Wegweiser sind immer voll geil. Es müssen noch mehr Wegweiser existieren. Also ganz viele davon. Die müssen viel mehr gedruckt werden. Guckt euch mal diese Aussicht hier vorne an. Da drüben. Ja, yeah, genau. Das ist Aussicht. Richtiger Stuttgarter Aussicht. Guck mal, hier vorne sind Gleisschienen. Hier fahren Züge durch und ich freue mich auf jeden Fall nicht auf die Bahnfahrt zurück. Beziehungsweise die Hinfahrt habe ich überlebt, aber die Bahnfahrt zurück, die wird richtig beschissen werden. Mit Nahverkehr nach Bremen zurück. Das wird bestimmt hier, keine Ahnung, wie viele Stunden dauern. Das wird richtig scheiße sein, zurückzufahren. Ich habe noch einen fetten Wagen dabei. Das wird richtig scheiße sein, mit den Wagen die ganzen Nahverkehrszüge zu fahren. Wo man so oft umsteigen muss und dann muss man nochmal umsteigen. Und dann muss man auch noch Glück haben, dass kein Schaffner einen rausschmeißt, weil der Wagen zu fett ist. Das ist mir nämlich schon mal passiert, dass ich rausgeschmissen wurde und genau,
dass ich nicht mehr weiterfahren konnte, weil der Wagen zu fett war. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber genau, das ist halt so, ne? Das ist Deutsche Bahn. Schau mal, die haben einen Abdruck von deinem Gehirn gemacht. So, wir sind jetzt hier in dieser, wie heißt das Ding? In dieser Straße. Seilbahn heißt es, genau. Wir sind hier drin und gleich wird Seilbahn gefahren. Das wird richtig geil sein, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ob wir gleich runterfallen, wenn das hier abreißt, diese Seilbahn, wegen Gewicht und so. Weil ich bin ja auch drin. Seilbahn. 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 Deswegen. Seilbahn. Guck mal, wie das hier rumfährt. Mit dem Seil angetrieben. Wunderbar. Ja, genau. Seilbahn. 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 Das Ding geht voll ab. Seilbahn. Seilbahn. Guck euch mal diese Reifen hier an von der Seilbahn, der hier das Seil hochzieht. Das hat sogar ausgewichen. Ich dachte auch, wenn es sicher rechts. Das ist eine Seilbahn. Seilbahn. So, da vorne ist Seilbahn Ende. Aber guck mal, das Seil, das läuft doch so. Seilbahn. Dieses Rad macht das Seil so. Ja, genau. Der Bo hat es perfekt erklärt. Genau. Das macht dieses Seil so. Und da drüben ist blaues Licht. Und wisst ihr, was das macht? Das kommt von der Kernspaltung. Ich freue mich auf jeden Fall später aufs Grillfleisch. Ja. Das wird richtig geil sein, wenn wir grillen. Bei mir gibt's Grillkäse. Aber die Jahreszeit gibt's einfach nicht her. Also beziehungsweise die Jahreszeit zumindest hier von Stuttgart. Ist doch wunderschön. Ja, aber ich habe voll Bock auf Grillen. Grillen in der Wiese? Ja, diese so. Teile, die hier diese Geräusche machen, diese Grillgeräusche. Genau. Die sind verdammt voll geil. Kannst du Grillgeräusche machen? Grillen und dann Geräusche. Diese Grillgeräusche sind voll geil. Oh, so schön das Geräusch beim Grillen. Das Fleisch drauf und dann... Er meint die Grillen in der Wiese. Ja, natürlich meinte ich die. Ja, ich bin so... Was anderes meinte ich gar nicht. Grillen sind richtig geil. Die machen diese Grillgeräusche. Oh, richtig geil. Diese Zirpgeräusche, die sind voll cool. Ach so, die Zirpgeräusche. Ja, die Zirpgeräusche, ja. Ich habe nur Grillen gehört und dann dachte ich schon, so schönes Fleisch oben aufs Grillrost drauflegen, das Fleisch brutzelt. Oder auch vielleicht Zucchini, Camembert drauf, geil. Und dann kommt er jetzt, hier Zirpen. Vor allem, ich habe so richtig Zirpgeräusche, Hunger. Zirpgeräusche. Ja. Ich habe gerade so richtig Hunger. Ich habe zwar gut gefrühstückt, aber ich bin ein 1,80 großer Kerl, wiegt ca. 93 Kilo und ich kriege jetzt richtig Hunger. Ich habe auch voll Bock auf Essen. Ja. Auf diese Beinhaare von Grillen. Würde ich auch essen jetzt. Ja. Richtig, so frisch gegrillte Beinhaare von Grillen. Jawohl. Geil. Oh, guck mal hier. Ich habe hier Köpfe gefunden. Richtig geil. Guckt mal hier an, wie die uns angucken. Hier. Die sehen richtig geil aus. Hier sind ganz viele, diese Köpfe. Ja, genau. Der Bo, dein Fuß geht's gar nicht gut? Ja, der ist gerade geknickt, leider. Ach du Scheiße. Hoffentlich nicht zu schlimm. Ich glaube, das ist nicht so schlimm wie damals in Berlin. Ja. Aber ich merke schon, wie es dick wird, mein Fuß. Scheiße. Hier. Ja. Der blaue Fuß mit den blauen Socken. Der wird immer blauer und blauer. Das ist scheiße. Wir sind jetzt bei diesem Marienplatz angekommen. Genau hier. Jawohl. Wir haben diesen blauen Sockenweg durchgemacht. Ja, blauer Sockenweg. Jetzt habe ich den Namen auch vergessen. Wie ist der nochmal? Blau-Socken-Blau-Strumpflerweg. Haben wir jetzt gemacht. Erfolgreich bestanden. Jawohl.
Hier war ich mit Flötenmann in Ostfriesland gewesen. In Forzrico war auch dabei. Das war richtig wild gewesen, deswegen auf jeden Fall anschauen. Conny, der auch Outdoor-Content macht, der Bo und Flötenmann habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Also schaut bei denen auch unbedingt vorbei. Weil ich will das so.